Am Mühlenberg in Hannover steht die größte Schule der niedersächsischen Landeshauptstadt. Fast 2000 Schüler besuchen die hochdekorierte Gesamtschule zurzeit. In den frühen 70ern konzipiert und gebaut, steht sie da wie ein gelandetes Raumschiff. Die IGS Mühlenberg hat sich von Anfang an mit ihrem breit gefächerten Programm abgehoben. Medienprofilschule, Umweltschule, Europaschule und vieles mehr. Viele Generationen haben an ihre Zeit sehr schöne Erinnerungen. Ich sage ja, man hängt einerseits an dem, was man über viele Jahre mit aufgebaut hat, zumal es pädagogisch ja einen ungeheuerlichen Erfolg auch hatte. So, und man muss natürlich, wenn man morgen gut sein will, es wieder besser machen. Ich hoffe, dass die Stadt genügend Geld dafür zur Verfügung hat und die Erkenntnisse, die hier, pädagogischen Erkenntnisse, die hier drin sind, eben auch in der neuen Konzeption mit umsetzt. Ich bin etwas später erst in der 8. Klasse in die Schule hier reingekommen und habe also vorher noch das traditionelle dreigliedrige Schulsystem erlebt und war in Bonn auf einem sehr konservativen Gymnasium, wo man noch, wenn man sich gemeldet hat, aufstehen musste. Ich kam hier, weiß noch wie heute, in diese Schule rein und innerhalb kürzester Zeit habe ich nicht mehr Fingernägel gekaut. Ich war wirklich total happy. Ich hätte nicht gedacht, dass es eine Schule gibt, wo ich keine Angst bekomme, wo ich so gerne und hingehe und einfach auch so einen Spaß habe am Lernen. Also diese Schule war von der Architektur her, war ja schon sehr kolossal. Also wenn man hier als Zehnjährige hinkam, dann war das natürlich ein Riesengebäude. Also erst war es eine Riesenbaustelle und dann, ich weiß nicht, als ich dann 12 war, war die Schule dann fertig. Das waren ja schon Strecken, die man hier in diesem Gebäude zurücklegen konnte. Das war schon, fand ich immer schon beeindruckend. Anfang der 70er Jahre gebaute Schule sieht auf den ersten Blick noch ganz gut aus. Doch die Problematiken liegen im Detail. Unter energetischen Gesichtspunkten, also hier wird ganz viel Energie verschleudert, enorm hohe Energiekosten entstehen. Die Akustik in den Räumen ist hier katastrophal. Man hört den Unterricht der Nachbarklasse. Das ist natürlich für alle Beteiligten, weder für Schülerinnen und Schüler noch für Lehrkräfte, ein vernünftiges Arbeiten. Es gibt unterschiedliche Raumgrößen, also für denjenigen, der bei uns an der Schule die Räumlichkeiten plant, keine verlässliche Größe. Man muss immer gucken, wo Lerngruppen untergebracht werden. Und das alles zusammen gerechtfertigt auf jeden Fall so einen Neubau. Doch ein Neubau kostet Geld und die Landeskassen sind nicht übermaßen voll. Man ist auf Hilfe angewiesen, die in diesem Fall von der kommunalen Wohnungsgesellschaft GmbH kommt. Die Landeshauptstadt steht vor der großen Aufgabe, die Schulen, die in der Nachkriegszeit gebaut wurden, zu modernisieren und zu erneuern. Diese Schulen sind in die Jahre gekommen. Das ist ein riesiges Finanzvolumen, was dort bewegt werden muss, um die Kindertagesstätten und die Schulen entweder neu zu errichten oder auch zu modernisieren. Und das alleine ist im ordentlichen Haushalt der Stadt Hannover nicht darstellbar. Und deshalb ist man richtigerweise auf die Idee gekommen, die Tochtergesellschaften des Konzerns Stadt mit einzubeziehen. Und ein solches immobilienwirtschaftliches Unternehmen wie die GmbH kann in einem solchen Fall eben auch die Schule finanzieren und über einen langfristigen Mietvertrag dann refinanzieren und auf diese Art und Weise einen Beitrag dazu leisten, schneller die Bauaufgaben der Stadt zu erledigen. In der Vergangenheit wurden viele Fehler bereits bei der Planung der Schule gemacht. Dieses Mal ist eine direkte Zusammenarbeit mit den Pädagogen unumgänglich und ausdrücklich gewünscht. Wir müssen natürlich versuchen, baulich eigentlich das pädagogische Konzept, gibt es ja ganz unterschiedliche Konzepte, umzusetzen, zu verstärken und zu ermöglichen. Im Falle der IGS war das Konzept eigentlich schon immer so, dass der Jahrgangscluster eine sehr wichtige Einheit ist, also der
ein Jahrgang in einem Bereich, der gruppiert sich um so eine Lernlandschaft rum, wo die Schüler dann die Möglichkeit für freies Arbeiten, Entspannung und so weiter haben. Und das Konzept haben wir auch sehr konsequent umgesetzt bei dem Neubau jetzt. Für die Schüler der IGS kommt eine aufregende Zeit. Der Umbau geht nicht von heute auf morgen. Ja, da wird sehr viel drüber geredet und ich finde das eigentlich auch ziemlich gut, weil die so alt ist und das auch die Heizung in unserem alten Klassenraum hat auch nicht funktioniert. Und deswegen finde ich es eigentlich ziemlich gut, dass sie jetzt neu gebaut wird. Also ich finde es ziemlich gut, weil die Schule sieht ja jetzt noch nicht so schön aus hier. Und ich finde es auch gut, dass man dann halt neue Ideen einbringen kann und vielleicht kreative Sachen. Ja, das ist also eine große logistische Herausforderung für uns als Planer, für den Bauherrn, für die Schule, für die Nutzer natürlich, die natürlich Beeinträchtigungen sind nicht ganz auszuschließen. Wir versuchen, die zu minimieren. Das Ganze muss bei laufendem Schulbetrieb vor sich gehen. Und unser Konzept sieht deswegen so aus, dass wir den Schwerpunkt der Schule dorthin stellen, den Neubau, wo jetzt die Freiflächen sind, der Pausenhof. Und das geht jetzt so vonstatten, dass die Stadtteilnutzungen teilweise jetzt ausgelagert werden, vorübergehend, dass wir auf der Freifläche in einem ersten Bauabschnitt einen Großteil der Schule und eine Sporthalle realisieren, dass die Schule dann nach Fertigstellung umzieht in den Neubau, dass dann der Altbau rückgebaut wird und entsorgt wird und an der Stelle des Altbaus dann der zweite Bauabschnitt entsteht. Also wir kommen mit einem ganz kleinen Teil von Übergangslösungen, von Interimslösungen jetzt aus. Das wäre nicht möglich gewesen, wenn man jetzt zum Beispiel die Schule an den alten Standort gesetzt hätte, den Neubau. Dann hätte man die ganze Schule komplett irgendwo anders unterbringen müssen während der Bauzeit. Auch die ökologischen Standards haben sich geändert. Globale Erwärmung und Energiesparen sind Themen. Ein neuer Bau muss diese Dinge berücksichtigen. Die neue Schule wird hochenergieeffizient gebaut werden und darüber hinaus wird auch die Wärmeversorgung mit erneuerbaren Energien zur Verfügung gestellt werden. Die Schule wird, was die Wärmeversorgung betrifft, eine moderne Holzpellets-Heizung erhalten, die halt mit Abfallhölzern versorgt wird und daher halt Energieressourcen schont und klimaneutral arbeitet. Die bestehenden Lösungen der IGS Mühlenberg, also die Solarthermieanlage, die wird wieder integriert in die Wärmeversorgung und auch das, was an Solarstromerzeugung bisher betrieben wurde bei der IGS Mühlenberg, wird auch in Zukunft wieder installiert werden. Neben all den Maßnahmen für die Schule darf natürlich nicht vergessen werden, dass das Gebäude auch Stadtteilzentrum für den Mühlenberg ist. Und das wird auch in Zukunft so bleiben. Nein, diese Besonderheit, dass im Grunde genommen dieses große Schulgebäude gleichzeitig das Stadtteilzentrum für Mühlenberg gewesen ist, das soll auch im Neubau erhalten bleiben. Das heißt, diese für den Stadtteil so wichtigen Einrichtungen vom sozialen Dienst über das Jugendzentrum, über die Bibliothek, die werden alle wieder integriert werden in diesem Neubau und im Grunde genommen wie das alte Gebäude diesen Zweck vollumfänglich mit erfüllen. Mein Freund Hajo, damals didaktischer Leiter, und ich haben gesagt, wir bräuchten eigentlich irgend so etwas, ja, so ein Symbol. Mühle reicht uns nicht. Und dann sind wir auf diese Eule gekommen.
Dann haben wir einen Künstler beauftragt, uns einen Entwurf zu machen. Der hat uns nicht besonders gut gefallen, aber wir haben es dann genommen. Wir mussten ja Sponsorengelder einwerben dafür. Und dann habe ich eine kleine Geschichte erfunden, die ich immer wieder erzählt habe. Wenn die Schüler hier neu kamen in die Schule, dann habe ich bei der Einschulung eben ein kleines Märchen von der Eule erzählt. Ich habe gesagt, das ist nicht nur die Eule der Weisheit, sondern eine Glückseule. Wenn es euch mal schlecht geht, dann streichelt ihr ihr über den Schnabel und dann wird es schon irgendwie werden. Und das wurde dann immer weitererzählt und das freut mich natürlich, dass dieses Tier heute noch einen ganz blanken Schnabel hat. Langsam heißt es also Abschied nehmen von der alten IGS. Doch die neue IGS wird ihre ganz eigenen Geschichten und Menschen hervorbringen. Ich freue mich auf die neuen Raumqualitäten, weil die jetzigen sehr belastend sind. Wir haben verlässliche Raumgrößen. Wir werden sicherlich eine sehr tolle Akustik in den einzelnen Räumlichkeiten haben, was auch zu einem anderen entspannten Unterrichten gehört. Wir werden Lernlandschaften haben, so dass wir auch offene Unterrichtsformen praktizieren können. Wir werden einen innenliegenden Schulhof haben, der umgeben ist von Gebäuden, der auch pädagogischen Ansprüchen von Pausengestaltung wesentlich mehr gerecht wird als der jetzige Schulhof. Wir werden eine tolle Mensa haben, ein tolles Bistro und so insgesamt, denke ich, wird das eine ganz tolle Schule werden. Dass sie auch genauso schön ist, wie sie jetzt ist, wenn sie neu gebaut wird. Und mehr Farben auch ein bisschen und weniger Rohre an den Decken. Ich hoffe, dass es vielleicht mehr Sitzmöglichkeiten in der Schule gibt. Wenn die Schule danach immer noch so schön ist, dann finde ich es gut. Wenn sie danach blöd aussieht, dann finde ich es nicht mehr so schön.